Hallo zusammen und willkommen zum heutigen Tipp des Tages, der da lautet: Nutze Klischees für NSCs. Das betrifft primär Spielleiter, auch wenn man als Spieler ja ab und zu mal NSCs über Gefolgschaft oder Ähnliches einbringen kann. Und betrifft im Endeffekt vor allem Runden, in denen man nicht in einer komplett vorgefertigten Welt spielt, was man ja selten tut. Wenn man neue Charaktere improvisiert, und ich werde auch nochmal ein eigenes Video allein zum Erstellen von NSCs irgendwann erstellen, was ein bisschen ausführlich ist. Aber sehr kurz gesagt lautet der Tipp: Dann nehmt euch irgendein Klischee und nehmt erstmal nur dieses Klischee. Dadurch, dass ihr sehr viele unterschiedliche Charaktere in den meisten Welten habt und viele auch nicht lange dabei bleiben, ist das überhaupt kein Problem. Und es hilft stattdessen andersrum, damit, dass die Spieler viel schneller sich etwas darunter vorstellen können, wenn es einem Klischee entspricht. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man das Klischee dann nicht übertreibt und den Charakter dann nach und nach auch weiter ausbaut und dann einfach Dinge einbaut, die dem Klischee widersprechen. Aber das Klischee ist ein sehr guter Anfangspunkt und funktioniert wunderbar, um einen Charakter zu bauen, der den Spielern auch lange in Erinnerung bleiben wird. Das war der heutige Tipp des Tages. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, damit ich das auch weiß. Kommentiert bei Fragen oder sonstigem. Bis bald, euer Nick Nack.